Ist gerade so, dass man nicht mehr schlafen gehen kann. Na egal. Wart uns etwas essen. That was refreshing. Gut, es hat noch geschafft. Die kaputten Sachen habe ich auch im Inventar. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Was sind die Beinlinge? Hat er die gerade nicht gebaut? Natürlich fehlen dafür Teile. Ach komm schon. Einen von den super special useless Fallen haben wir noch. Ja, hat er doch gebaut, aber warum auch immer irgendwo dahinter. Jo, Mahlzeit. Ich versuche nochmal Mistviecher zu treten. Soll ich mal den auch mal in die Leiste ziehen? Mal der Halt und regeneriert mehr als das andere Zeug. Ich sollte eine Gasmaske aufziehen. Ja, und nicht über die Klippe gehen. Dass wir das Labor da unten noch schaffen. Ja, schon 5 Stündchen dabei.
Bin gespannt, ob der Chip dann der ist in dem Ameisenbau. Wahrscheinlich. Oder der, ich habe gar nicht auf die Karte geachtet, wo wir da unter Umständen rauskommen könnten. Wahrscheinlich dann da hinten, tippe ich mal eher. Gasmaske noch auf. Yukio, GZ. Ich habe schon drin, dass sie hier Ausdauer regeneriert, wie blöde. Ja, wieder Schild hoch. Hat noch einen gesehen, ja. Oh, nee. Noch mal, du Drecksack. Du mieses Mistvieh, ey. Nun, vier Management nicht gefunden. Schön.
Ein Burgle Chip. Okay, das ist der. Aber welcher ist dann der? Ah nee, warte mal, da hatten wir ja die. Mit der Managementkarte kommen wir da vielleicht noch rein. Also, oh, cool, Lager. Ja, nee. Ich glaube, das hier führt raus. Ja? Wir rennen gerade noch mal runter. Ich denke mal, unten das geradeaus gehen wäre wahrscheinlich das gewesen, was uns noch irgendwas eingebracht hätte. Wichtigste ist auf jeden Fall, wir haben schon mal den Chip. Ernsthaft? Ach doch, hier ist eine Kiste. Immerhin. Nochmal zwei Bimben. Auch nicht schlecht. Dann nehmen wir den Kaugummi auch noch mit. Lalalalalala. Okay, jetzt kommen wir wahrscheinlich oben hier bei unserem kleinen Lagerchen raus. Yep. Deshalb war das mal im Sandkasten rauskommen bei dem einen Teil da. Nicht falsch rumgelaufen, ja. Und da oben hinten sehen wir den Zahn. Absolut keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Schauen, wie wir da am besten da hinten hinkommen, wo der Laboreingang ist. So, das Gefühl, dass die Spinne unten hier in dem blauen Stein am Pennen ist. Jawohl. Yay, damit habe ich alle Chips, glaube ich. Wuhu. Okay, den Schlüssel muss man wohl ausgraben. Eine Uhrzeit?
Wahrscheinlich dahin, wie man an den Schlüssel kommt, aber... Ist es die Schippe? Ich bin verwirrt. Ach, wahrscheinlich je nachdem, wie die Sonne steht, dass hier der Schatten von der Schippe ist, wo man graben soll. Hier irgendwo steht. Ach komm schon. Aber nicht mal heute. Wir gucken jetzt, was die Chips uns Schönes bringen. Dann könnt ihr schon mal in Chat reinhauen, was ihr gerne als Mucke, als Rausschmeißer haben wollt. Die Pommesgabel ist auch freigegeben. Wer explizit was haben möchte, dann schaut mal unten in die Info, was wir dann gleich spielen. Und ich denke mal, dann ist auch gut mit 5 Stunden Ström. Mal gleich 2 neue Gebiete gesehen und ja, ein Dungeon, kann man das Dungeon nennen? Rexvieh. Widerlich. Baba! Oh? Gerade verwirrt, da müssen wir hin. Hundertneunundzwanzig. Kein Tape mehr drin, oder? Doch. Nice. Diese Details. Crazy shit. Upp. Stinke Käfer, die sind auch nervig. Mit so dick aufgebohrter Waffe sind die echt nicht mehr so schlimm, wie die mal waren. So, kein Platz mehr, aber das war es mir wert. Die haben mich so oft gekillt, die Mistviecher. Fernkampf machen die ja keinen.
Das sind die Bombardierkäfer, die du meinst. Das sind die Stinkekäfer, die machen diese Giftwolken und jumpen auf dich drauf. So. Quatsch. So, Bomben nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Bubblegum. Ganz viele fiese Federn. Steintruhe, die da. Gerade eine E-Mail bekommen, es ploppte nur auf Netflix. Ich so, oh Gott, sind die wieder zu doof zum Abbuchen. Wir möchten sie auf dem Laufenden halten, es ist keine Maßnahme ihrerseits erforderlich. Warum schreibt er mir da eine verfickte E-Mail? Ja. Ah Gott, ey, da denkst du dir so, ach komm schon, seid ihr wieder dumm? Ja, sie sind dumm, aber so, dass es wenigstens in Anführungszeichen nicht nervt. Klamotten haben noch relativ gut ausgehalten. Wahrscheinlich noch nicht. Nope. Ich mir ein dickeres Schild bauen, aber eigentlich brauche ich es auch nicht, weil ich die Schilde nicht benutze. Beziehungsweise die Zweihandwaffen wesentlich effektiver sind als die Einhänder. Kann man nicht mal hochbuffen, buh. Das erste Mal, dass ich halt von denen eine E-Mail bekommen habe, wollten sie nur auf den Laufenden halten, das ist alles okay. Passt eigentlich ganz gut zusammen. Muss ich eigentlich auch woanders hinstellen, hätte ich auch Zeug aufgehangen zum Trocknen. Marschiert die Ameise hin, klaut das Zeug und läuft weg, Rex. Also, toll. Mistvieh. Ich habe ja eigentlich keine Lust, noch ein Zimmer einzuziehen. Ich sag mal, dass bei jedem Patch hier das Gras wieder da ist, ist halt auch nicht so sexy, aber ich sag mal, es ist halt Early Access. Nix mehr. Prinzipiell auch egal, wir haben eh alles erforscht.
Würden müssen mich ja eigentlich auch mal beschäftigen. Hier kann man alles Mögliche reinschmeißen für'n Smoothie. Und ja. Extra fleischiger Gesundheitsbonus. Kriegt er halten länger, okay? So, komm, wir trinken was und flitzen ins Labor. Also es sollte ja jetzt nicht das Problem sein, da zum Baum zu kommen. Da ist er. Jo, Jens, schön, dass du da warst. Einen angenehmen Restabend. Ich werde jetzt auch noch gucken, was die Chips Interessantes geben. Zur Not noch was bauen und dann gibt's Post-Hardcore, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit der 129. Ernsthaft schlägt die direkt im Durchgang? Ich glaub's ja wohl nicht. Meh. Parcours. Eigentlich eher, dass hier was zu holen gibt, aber anscheinend nicht. Gucken, dass uns hier nicht gleich die Wolfsspinne irgendwo abfarmt. Doppel, doppel. Ja, genau die meine ich. Aggressives Mistvieh, ey. Wir sehen einen halt auch auf 30 Kilometer, ey. Lockfallen, Lockfalle, das habe ich doch schon. Quarzitbatzen. Auch Buchsandkersten. Minzkeuler ist doch die, die ich benutze. Oder? Minziger und würziger Batzen. Ja, benutze ich doch WTF. Ja, ein Tor. Täuschte das eben nur. Nicht tauschte. Ja, warten wir noch. Dann brauchen wir noch einen. Obwohl.
Aktive Mutation wäre schon irgendwie geil. Eine mehr. Dran denken, jetzt meinen Spawnpunkt wieder ins Haus zu legen. Nicht, dass ich verrecke und dann hinten im Sandkasten wach werde. So, hallo? Hilfe? Gucken, so dieses verdammte Axt, haben wir überhaupt noch einen Segler drin, aber ja, scheint so. Gespannt, wie viel wir dann hier für die Quarzitbatzen verheizen müssen. Aber die sind ja relativ einfach zu holen aus den Ameisenbaus. Zieht man die Ameisenklamotten an und fertig. Mach dir doch nix, steh doch nur hier. Gewöhn dich an mich, ich bin lieb. Keine Ahnung, wie man zähmt. Ich hätte irgendwo was gelesen hier mit Saft, aber anscheinend nicht. Aber so wie es aussieht, haben wir einen Mitbewohner. Na gut, wahrscheinlich sind das jetzt hier einfach noch so die letzten Tierlevel, womit man die hochballern kann. Ist jetzt so mein Gedanke. Wenn er links dabei stehen würde, wo draus der ist. Warum steht da immer noch ein Ausrufezeichen, wenn der nichts mehr markiert ist? Entwickler! Quesadillo. Okay. Vielleicht sind die jetzt halt hier, wie gesagt, um die letzten Tierdinger dann irgendwie hochzuballern, dass man jetzt die Quarzitbarren braucht. Dann auch Level 10, dann Minzbatzen, dann die würzigen und dann die Salzdinger oder wie auch immer. Wie viele von den Dingern brauchen wir denn, wenn wir das noch hochballern wollen? Fünf. Ja. Mal ein bisschen Farben gehen für. Mal sagen, wenn, glaube ich, würde ich den Bogen hochprügeln. Fernkampf ist jedoch wesentlich effektiver, aber die Pfeile bringen halt echt irgendwie eine andere Sorte zu benutzen, so gefühlt gar nichts.
Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Der Dave hat gewählt, die Pommesgabel hat keiner ausgepackt. Der Yukio ist zu spät. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche noch eine angenehme und problemlose Restwoche. Und ich bin Katja, ich bin spontan von der Rolle. Out. In. Thank you very fucking much, but I don't need that shit.